Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Hi ihr, heute ist Mittwoch und das heißt Oma-Tag und wir fahren in die Stadt, ich und mein Bruder, und dahin, wo der H&M ist, ansonsten fahre ich immer in die kleinere Stadt, wo nur Rossmann und sowas ist. Ja, und hier, das wollte ich euch noch zeigen, weil ja beide auf den H&M-Gutschein draufgeschrieben haben, dass es nur für mich ist, weil ich mein letztes Geschenk zu Weihnachten, den 50-Euro-Gutschein von H&M, ja nur für meine Tochter ausgegeben habe. Steht hier bei beiden drauf, dass das nur für mich ist. Dieser Gutschein gilt nur für Klamotten ab Größe 36, zweckgebunden. Sonst nicht einlösbar von Mama und Papa und hier von meinen Schwiegereltern nur ausschließlich für Anne. Sau cool. Die haben das nämlich unabhängig voneinander gemacht und da musste ich ein bisschen lachen und deswegen, ja, sehr lustig. Und wir haben jetzt, glaube ich, 1 Uhr. Ich gebe der Maus jetzt gleich was zu essen und dann kommt die Oma um 14 Uhr, dann gehen die spazieren und wir fahren los. Also, wahrscheinlich nehme ich euch mit. Bis gleich. Die Maus bekommt heute das erste Mal Fleisch und zwar nehme ich da die Rindfleischzubereitung von Baby Love, weil ich das mal ausprobieren möchte, ob sie das mag. Und dann mache ich ein bisschen Karotte für die Farbe und hier mein selbst gekochtes Pastinake. Das ist noch gefroren, muss ich nochmal auftauen. Und dann mische ich das immer so. Mal gucken, wie viel sie heute essen möchte, weil gestern hat sie nur 3 Löffel gegessen und wollte dann lieber die Flasche haben. Aber damit habe ich keine Probleme, sie kann machen, wie sie möchte. Sie ist ja noch jung genug dafür, das selbst zu entscheiden. Also ob sie jetzt unbedingt Brei essen möchte oder nicht. Sieht irgendwie schon ein bisschen eklig aus, das Zeug, oder? Naja, mal ausprobieren. Dann habe ich hier von meiner Mama die Zitrusfruchtpresse geliehen. Und die habt ihr bestimmt schon bei Instagram gesehen. Meine 10,5 Kilo Orangen und eine 1,5 Kilo Blutorangen. Und dann trinke ich jetzt jeden Tag mehrere Gläser. Ich weiß, davon wird man nicht dünn wegen Fruchtzucker. Aber das schmeckt so lecker. Und ich denke, es ist natürlich besser als Päckchen Orangensaft oder Saft überhaupt aus dem Päckchen. Und es schmeckt so, so lecker und es geht ja super schnell. Und ja, ich mache mal noch eine Blutorange dazu für die Farbe und für den Geschmack. Die gab es die ganze Zeit im Aldi für 99 Cent, die 1,5 Kilo Packung. Aber jetzt leider nicht mehr. Jetzt habe ich halt aus dem Lidl für 1,99 1,5 Kilo. Aber da mache ich halt nur eine rein. Ansonsten habe ich die auch mal einfach so getrunken. Und das Ding ist so alt, da habe ich schon als kleines Kind Orangensaft rausgekriegt von meiner Mama. Und ihr seht, das sind jetzt 2 Früchte. Und, lecker! Oh. Muss ich gleich nochmal abtrinken, mache ich die noch auf dazu. Oh, das ist so lecker! Wer ist jetzt alles neidisch auf mich, dass meine Mama so eine Maschine hat und ich das jetzt trinken kann? So, und dann mache ich mich gleich fertig. Und dann geht's Abi. Gut. Ja, auch ich mache Hausarbeit. Nase. Ich glaube, die hat genug Spielsachen und das ist nur die Hälfte. Bitte. Und wie schmeckt das erste Fleisch? Kommt ein bisschen was wieder raus. Und? Nein? Schmeckt, gell? Das schmeckt. Kann ich so losgehen? Ja, ich muss mich noch gar nicht. Wir sitzen jetzt im Auto und wir fahren jetzt in die Stadt. Und ich habe vor, heute das erste Mal in meinem Leben in Kentucky Fried Chicken zu gehen.
Also mein Bruder hat mir schon mal was mitgebracht von da, aber ich war da noch nie. Mal gucken. Und ich habe mir überlegt, ob wir ein Drive-In fahren. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass die Frau im McDonald's einen schönen Hintern hat und schöne Augenbrauen. Vielleicht sage ich ihr das nächste Mal einfach. Weil ich würde mich geschmeichelt fühlen, wenn das jemand zu mir sagen würde, was wahrscheinlich nie vorkommen wird. Aber ja, ich finde es eine gute Idee. Und ich glaube, das mache ich auch. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt dahin. Und im Rofu gibt es so Muschelschalen. Wisst ihr, wo man so Wasser reinmachen kann und Sand. Und für 10 Euro habe ich ein Plättchen gesehen. Und ich glaube, die hole ich. Weil ich habe geguckt, ob man die, wenn man die im Winter holt, ob die dann nicht günstiger ist. Und da habe ich die gesehen von Big, von Babywalz, glaube ich. Und dann hat die 20 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, okay, das ist schon günstig. Aber im Rofu gibt es die für 10. Also für 9,95. Und ja, ich glaube, die kaufen wir heute für die Josephine, weil im Sommer kann die sich da ja schon reinsetzen und planschen und buddeln und backen und was man halt so im Sandkasten macht und im Planschbecken. Ja, gut. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Fahrt. Wir hören Musik. H&M. Nein. Nein. Ist die mal geil, Tim? Die ist doch geil. Mir gefällt heute nichts. Irgendwie. Gut, so Gutscheine, so viel Geld aus. Ich hab doch Gutscheine. Wir gehen einfach mal runter gucken. Guck mal, die ist süß. Das ist recht. Die Mütze ist cool, gell? Die hatte Ben auch. Der Ben von der Anna hat auch die Mütze. Gibt's keine so coolen Mützen für Mädchen? I love Fox, wie süß. Welch was heißt? Ich liebe Umarmungen. I know, Tim, I know. Ja, 24,50 bezeichnet. Wo ist denn da die Big Sandmuschel? Der Apfel ist natürlich geil, aber der kostet halt 25 Euro. Das hier ist schon billig eigentlich, aber für 10 Euro, was willst du denn erwarten? Auf dem Schild steht Big Sandmuschel lose. Dann nehmen wir trotzdem zwei von denen, oder? Kann man die aufeinander stapeln? Wow. Warum ist das eigentlich so trübe? Ah, jetzt ist scharf. Kann man die aufeinander? Weil dann nehme ich doch lieber für 12 Euro die zwei härteren, besseren mit, als das für 10. Wirklich härter, besser. Aber ein bisschen größer auch. Alter, nehme ich die mit. Und von der Farbe her schöner. Nehme ich. Nee, das ist mir ja egal. Die kannst du auch aufeinander legen. Die Basse hier mit den. Tage so zueinander. Dann nimm die. Ja, dann nimm mir zwei von denen mit. Das sind drei. Entschuldigung. So. Ja, Josephine, erste Strandmuschel. So, und was holen wir jetzt noch? Jetzt gibt es noch was für die Mama. Ich will mal nach Zahlen machen. Ja, Tim, du bist nicht zu sehen. Mandalas. Ach, guck mal, 4 Euro. 5 Euro. Von Ravensburger. Yeah, hat's gefunden. Mandala Hello Kitty. Ja. Cool, guck mal.
mal, hier gibt es sogar so schöne Vorlagen für Hello Kitty zu malen. Oh, das ist natürlich hier für Profis mal nachzahlen. Warum ist denn mein Bild so trüb? Jetzt wird es wieder scharf. Cool, Walldesigner. Cool, da kann man Pizza machen und sowas. Oh, ich wäre auch gerne noch mal klein. Bald kann ich das ja alles mit meiner Tochter machen. Perlen. Was? Na und? Cool. Schmuckkästchen zum Selbstbasteln. Das ist noch zu früh. Sehr cool, sehr cool. Scooby-Doos habe ich noch im Keller. Du bist blöd. Im Keller liegen. So. Die Dinger sind cool. Aber die sind schweineteuer, gell? Oh ja. 23 Euro. Ist mir ein bisschen zu viel für so ein Stofftier-Ding. So, was kaufen wir jetzt noch? Brauche ich eigentlich sowas zum Hinterherkrabbeln oder lernt meine das von alleine? Oh, den habe ich. Hier ist so ein cooler Wübel, den alle haben aus dem Rossmann. Wie viel kostet der hier? 10 Euro. Oh, ein Storch. Das ist cool. It's a boy. Guck mal, soll ich den für die Alex kaufen? Zur Geburt? Ja. 3 Euro. Sehr gut. Und es wird hoffentlich ein Mädchen. Also es wird ein Mädchen, aber ich hoffe, das bleibt auch so. Nein. Kreuz. Spiegel. Die hat doch schon einen. So, sagt mir doch mal, ob man so ein Tier braucht zum Hinterherkrabbeln. Die Jessie und die Anna haben so ein Winnie-Pooh, wo man hinterherkrabbeln kann. Braucht man sowas, dass das Kind schneller krabbeln lernt. Bevor ich das jetzt hier kaufe, sagt mir das doch mal. Vielleicht kaufe ich da noch einen. Aber wir haben auch die Hunde, wo sie hinterher krabbeln kann. Ach, wie süß ein Tischlein. Ach, wie süß ein Tischlein. Für 50 Euro. Gut, ich glaube, es reicht jetzt. So, wir waren ja jetzt im Ruvo Kinderland und wir haben die Strandmuschel gekauft. Ich sag mal Strandmuschel, das ist was ganz anderes. Hier hängt übrigens mein Mops, cool, gell? Yeah, meine Kette. Und wir wollten ja eigentlich Kentucky Fried Chicken fahren, mein erstes Mal. Aber... da bin ich jetzt so faul für. Ich bin so hundemüde und mit den Bons geht das ganz schnell und die verführen natürlich auch. Jetzt habe ich meinen Freund angerufen, der will auch was und Tim isst auch was und ich esse auch was. Wie immer, wenn ihr dabei seid. Ja, aber auch nur, wenn ihr dabei seid. Mal gucken, wie heute der... Obwohl, nee, jetzt sind wir im anderen Dorf. Immer in einer anderen Stadt. Wo, im, nicht da, wo ich sonst immer hinfahre. Mal gucken, wie die so aussehen hier. Ciao. Die Bestellung habe ich schon aufgegeben, jetzt muss ich bezahlen. Weil hier stehst du 3 Autos lang. Aber wir haben noch was vergessen. Hallo. Hallo, können Sie den noch dazu machen? Geht das? Noch dazu? Ja. Mit Cola? Nee, mit Sprite. Alter. Hätten wir jetzt 23,60 Euro. Trauen Sie die? Toll. Ein netter junger Mann. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Lenker im Gesicht. Ja, das habe ich öfter mal. Das seid ihr schon gewohnt, gell, dass ich einen Lenker im Gesicht habe. Ich muss jetzt bestimmt wieder vorfahren. Oh, das Auto hinter mir, das nervt mich schon. Hört ihr das? Mit dem Bass, ey. Ich weiß nicht mal, ob das genau die hinten dran sind oder ob noch eins weiter. Das ist der mit deinem BMW. Dankeschön. Mit dieser dicken Jacke komme ich klar. Ist nichts mehr, dass ich im Auto die Jacke aussehen.
Danke. Eine Tüte. Dankeschön. Noch eine Tüte. Die Tim. Ja. Und mein Portemonnaie hängt im Weg. Jetzt kann ich entscheiden. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ah ja. Du siehst doch, wie viele Tüten kommen. Dann stellt mal die Hälfte runter. Egal. So, wir haben es geschafft. Da hinten ist KFC. Seht ihr das? Egal. Okay. So, was haben wir gekauft? Also ich. So Dinger zum Pflanzen anpflanzen. Ach, was weiß ich, wie das heißt. Hier, Anzuchttöpfe, so heißt das. Und hier das Baby Love Schlafgutbad. Das habe ich ja von der Anna schon mal bekommen, weil das ist jetzt leer und dann habe ich mir das gekauft. Und hier zwei lila Papier, Geschenk, Verpackungspapier für die Lina. Und jetzt zeige ich euch noch die Muscheln, da muss ich raus. Und hier bei unserer Unordnung im Wintergarten habe ich die hier mal auf die Bank gestellt. Das sind jetzt die zwei Stück von Big. Die sind stabiler als die anderen. Ihr habt es ja im Geschäft schon gesehen. Die einen haben 9,99 gekostet. Die, wo im Angebot waren, wo ich auch gesehen habe, das waren dann schon zwei für 9,99. Und da hat eine 5,99 gekostet. Aber die hier sind größer und tiefer und stabiler. Ja, und hiermit verabschiede ich mich jetzt von euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Tschüss. Das habe ich noch vergessen. Das habe ich im Teddy gekauft. Oh, jetzt die Tür umgefallen. Für 10 Cent und das ist so süß. Und das schenke ich meiner Schwägerin zur Geburt. Und dieser Storch, aber den habt ihr ja schon im Geschäft gesehen, für 2,99. Yay, im Rofu. Und das finde ich so süß. Und ja, das habe ich noch vergessen. Jetzt aber tschüss.